herzlich willkommen, liebe Videofreunde, wieder mal aus dem schönen Mönckebude. Ja, ich habe ja schon so oft von Mönckebude berichtet, aber immer im Winter. Und dieses Mal bin ich das erste Mal hier zu einer warmen, schönen Jahreszeit. Und da ist es doch ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache noch mal ein kleines Video dazu und zeige euch mal, was es im Sommer so alles hier für Möglichkeiten halt eben gibt. Und es gibt nichts Spektakuläres zu berichten, weil ich nichts Spektakuläres gemacht habe, sondern mich einfach nur eine knappe Woche mich erholt habe. Man hört es noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich hatte eine Atemwegsinfektion gehabt und von daher wollte ich hier hochfahren und mal ein bisschen meine Bronchien frei machen, und ich habe mich auch recht gut erholen können. Und spektakulär war ja der Tag gestern genug, der Wahlsonntag. Von daher ist es ganz gut, wenn man vielleicht ein bisschen von Ruhe berichten kann. Ja, also es ist so, dass es im Sommer, also zur Saisonzeit besser gesagt, hier noch einen weiteren Stellplatz gibt. Der ist hinter der Imbissstube. Und da passen dann auch noch mal so, ich denke, circa 15 Wohnmobile hin. Vielleicht auch ein, zwei sogar mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, 15 Wohnmobile passen dahin. Und hier auf dem Stellplatz direkt, wenn man hier ankommt, in Mönckebude am Hafen, da passen auch noch mal so ungefähr 15 bis 20 Wohnmobile hin, wenn man wirklich zusammenrückt. Das haben wir am Wochenende gemacht. Am Freitag wurde es hier doch recht eng und da war auch alles zugestellt. Aber gut, dafür habe ich auch immer Verständnis, weil da möchten auch die Familien mal mit ihren Kindern raus und mal was anderes sehen, den Alltag mal ein bisschen entfliehen. Und da habe ich auch immer Verständnis dafür. Mir macht das nichts aus, auch mal ein paar Tage ein bisschen näher zusammenzustehen, ne? Aber jetzt so unter der Woche, heute ist wieder total leer. Also man steht ziemlich alleine hier. Und das ist eine schöne Sache, dass es hier noch den zweiten Stellplatz im Sommer gibt. Also denke ich mal, dass hier mindestens 30 Wohnmobile insgesamt in Mönckebude Platz haben. Ja, und was noch dazu zu sagen wäre, letzte Woche war es ein bisschen unangenehm, weil es gab hier so eine Art Mückenfliegen. Also die stechen nicht, sehen aus ein bisschen wie Mücken. Und die waren also extrem, wirklich, also ich konnte zwei Tage nicht draußen sitzen, weil ich das einfach also nicht ausgehalten habe. Es war mir zu lästig. Die sind überall um einen rumgeschwirrt und ich stehe jetzt in der Nähe von so einem Baum im Großen und da ist das Gras unten an dem Baum ein bisschen höher und die haben halt also im Gras gesteckt. Im Gras, in den Büschen und überall, und das war Wahnsinn. Die Autos waren voll besät mit diesen Fliegen und ja, also das war ein bisschen lästig gewesen. Da sagte der eine hier Hafenmeister, das wäre wohl, die würden irgendwie nur 4-5 Tage so sein, dann paaren die sich und dann würden die wieder sterben. Also die werden dann auf schlagartig wieder weniger. Keine Ahnung, also irgendwie müssen ja ein paar überleben, weil sonst können sie sich ja nicht fortpflanzen, wie das so ist. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so. Dann kam natürlich auch Wind auf gestern. Gestern? Ja, gestern. Und dann waren die schlagartig weg. Und heute sind auch keine mehr. Also sie sind jetzt wirklich Tatsache weg. Das ist immer so, im Juni hat er gesagt, und wirklich nur einen kurzen Zeitraum, ist auch überall teilweise so an der See hier oben, nicht nur hier in Mönckebude. Das war ein bisschen lästig, aber war jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Aber das muss man wissen, wenn man um die Zeit halt eben fährt. Ja, dann gibt es jetzt in der Saison auch zwei Möglichkeiten, wo man hier was essen gehen kann. Einmal direkt am Strand, in dem Strandlokal. Da kann man abends wunderbar, wenn schönes Wetter ist, auf der Terrasse sitzen und kann aufs Haff hinausschauen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, drin zu sitzen, auch für Schlechtwettertage. Haben sie auch ganz hübsch gemacht, muss ich sagen. Sieht ordentlich aus, sieht sauber aus.
Wie das Essen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war nicht da, es sah aber so ganz gut aus. Ist jetzt keine Gourmetküche, ganz normales Essen halt eben, ne? Aber es sah gut aus. Und bei dem Imbiss, der hier ist, Entschuldigung, der hat halt so kleine Gerichte wie Currywurst und Frikadellen und Pommes und Bauernfrühstück und Fischbrötchen. Und da ich mich allerdings auf den Hintern gesetzt, muss ich ehrlich sagen, also ein Fischbrötchen 4,30 Euro, das ist ordentlich, muss ich sagen, mein lieber Schwan. Aber gut, es muss alles unterhalten werden, ne? Wir haben die Mindestlöhne und von daher steigen natürlich auch die Preise. Ganz klar. Wobei der Platz hier, der Preis, sehr annehmbar ist. Also ich habe, glaube ich, im Winter 15 oder 18 Euro bezahlt. Ich kann es nicht genau sagen. Und der kostet jetzt im Sommer 20 Euro plus 1 Euro Kurtaxe. Also 21 Euro pro Tag. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist völlig gerechtfertigt. Man hat hier ja auch eine Toilette. Man hat eine Dusche. Eine Dusche ist hier und zwei Toiletten, also Damen und Herren, und wird regelmäßig sauber gemacht, sehr ordentlich. Ein Abwaschbecken hat man auch. Also dafür, dass es wirklich nur ein Stellplatz ist, also ganz toll. Und auch die Müllversorgung oder Entsorgung, besser gesagt, ist einwandfrei. Jeden Tag neue Müllbeutel drin, immer alles sauber und ordentlich. Weil es ist ja hier auch ein Hafen, wo die Sportboote ankommen. Hier liegen halt sehr viele Segelboote. Und von daher muss das natürlich auch ordentlich gehalten werden. Und das machen sie auch. Das ist also wirklich sehr schön angelegt hier. Und alles picobello, da kann man nur sagen, Daumen hoch. Und Preis, wie gesagt, für den Stellplatz, der ist völlig in Ordnung. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ach so, es gibt hier noch einen Einkaufsladen, einen kleinen im Ort. Der ist ganz putzig. Da gibt es so die wichtigsten Sachen, die man so braucht. Konserven und Brot. Also ein Bäcker hat es da drin, auch einen guten Bäcker. Schmeckt wirklich gut. Ich habe es ausprobiert. Und ja, und dann halt eben alles, was man so braucht, Butter, Joghurt, Wurst, Käse und so. Es gibt aber jetzt kein Fleisch oder irgendwie sowas, ne? Getränke, alle möglichen Sachen. Und also das ist auch sehr schön, dass auch dafür gesorgt ist. Also wenn man dann halt mal was braucht, kann man auch mal was nachholen. Und was noch? Oh. Ja, das ist eigentlich so, zu dem Stellplatz gibt es da nicht so weiter zu sagen. Das ist alles. Was halt ich besonders gut finde an Mönckebude ist, dass alles im kleinen Format ist. Also der Strand, jetzt sind auch Strandkörbe dort und das ist alles nicht so überfüllt. Das ist alles klein, minimal gehalten und erholsam, ruhig, keine Autos. Also es ist einfach, wenn man sich erholen möchte, hier wunderschön. Und heute früh war zum Beispiel ein so herrlicher Sonnenaufgang. Gestern Abend war ein herrlicher Sonnenuntergang. Und heute früh bin ich wach geworden. Und dann habe ich rausgeguckt und habe gedacht, ach, jetzt geht gerade die Sonne auf. Dann habe ich überlegt, gehst du raus? Ach, es war ein bisschen kalt draußen. Ich lag so im Mummelbett, dachte ich, oh. Aber ich habe mich dann doch angezogen und bin raus und habe auch gleich Dolton mitgenommen und habe dann nochmal heute die Morgenstimmung eingefangen. Und das ist einfach natürlich schön, wenn man dann da am Hafen auch mal sitzt und früh morgens den Sonnenaufgang beobachtet und wie alles so langsam zum Leben erwacht. Also ganz, ganz toll. Ja, die Bilder zeige ich euch jetzt noch im Anschluss. Also ich kann euch das wärmstens empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, hier oben seid, besucht mal Mönckebude. Es ist wirklich lohnenswert. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ja, bleibt schön gesund und wir sehen uns demnächst wieder. Nächsten Monat geht's wieder los. Da fahre ich zu Michael und dann geht's in die Schweiz. Vorausgesetzt, dass es keine abartigen Hitzerekorde gibt, weil dann kann ich natürlich nicht fahren mit dem Hund. Das verträgt er nicht mehr. Ansonsten fahren wir nämlich in die Schweiz. Da ist ein Wendtreffen. Da würden wir uns oder freuen wir uns eigentlich total drauf. Und es wäre so schön, wenn wir mal wieder ein paar Leute wiedersehen von unserem Treffen. Auch im Frühjahr, wo ich ja leider nicht dran teilnehmen konnte. Und deswegen, ich drückt mir mal die Daumen, dass das diesmal klappt. Das wäre so schön, ey. Also,
Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald, gell? Tschüssi. Thank you.